herzlich willkommen zu einem unserer weiteren Übungsvideos. Das heutige Thema ist Beweglichkeit. Das heutige Thema ist Beweglichkeit. Was genau bedeutet eigentlich Beweglichkeit? Beweglichkeit ist das Vermögen, körperliche Bewegung in einem gewissen Ausmaß ausführen zu können. Dieses Ausmaß wird von der Beweglichkeit der Gelenke, von der Dehnfähigkeit der Muskulatur und der Flexibilität der Nerven sowie der Beweglichkeit der Haut bestimmt. Spastiken, Narben oder Kontrakturen können die Beweglichkeit stark einschränken. Die Beweglichkeit ist ein wichtiger Grundstein für die aktive Bewegung im Allgemeinen sowie für das gezielte Krafttraining der Muskulatur. Wir zeigen Ihnen nun einige Übungen, welche Sie selber durchführen können, um Ihre Beweglichkeit zu verbessern oder zu erhalten. Um die Beweglichkeit zu behalten, muss man regelmäßig üben. Zuerst ist es wichtig, dass Sie vor dem Dehnen alle Gelenke gut aufwärmen. Dafür bewegen wir alle Gelenke gut durch. Wir starten mit den Füßen, dann die Knie, dann die Hüften, so bewegen Sie von außen nach innen alle Gelenke durch und das Gleiche machen Sie dann mit den Armen, also die Hände, Handgelenke gut durchbewegen, dann die Ellbogen, die Schultern. Die Bewegungen sollten mit möglichst vielen und großen Wiederholungen durchgeführt werden, also das heißt 10 bis 20 Mal. Sie können diese Übungen im Liegen, wie das Janine zeigt, im Sitzen oder im Stehen machen, wie das Laura nun zeigt. Nun zeigen wir euch die erste Dehnübung. Wichtig ist bei der Beweglichkeit, dass Sie beachten, dass es sehr unterschiedlich ist von Person zu Person. Daher kann es sein, dass Sie deutlich weniger oder deutlich mehr Beweglichkeit haben als Janine und Laura. Bitte beachten Sie die eigenen Grenzen. Sie dürfen Dehnung verspüren, aber es sollte nicht schmerzhaft sein. Die erste Dehnung ist für die Handgelenke. Janine zeigt die Variante im Sitzen, wo sie die Fingerspitzen Richtung Schulter zieht und dabei den Ellbogen schön gestreckt hält. Laura macht eine Variante im Stehen mit dem Tisch. Dabei legt sie die Hände flach auf den Tisch, streckt die Ellbogen und schiebt das Körpergewicht nach vorne, sodass sie in den Unterarmen Dehnung verspürt. Diese Position halten Sie 30 Sekunden. Wir machen das gleich zusammen. Starten Sie jetzt. Versuchen Sie während der Übung gut zu atmen. 10 Sekunden sind vorbei.
20 Sekunden sind vorbei. Noch 5 Sekunden. Und stopp. Langsam die Dehnung auflösen. Wenn Sie die sitzende Variante gemacht haben, wiederholen Sie das noch auf der anderen Seite. Nun zeigen wir euch die Übung für den Gegenmuskel, ebenfalls das Handgelenk. Dabei ziehen Sie die Fingerspitzen Richtung Bauchnabel und halten auch hier den Ellbogen schön gestreckt, bis Sie oben an den Armen, also Unterarmen, genau, eine Dehnung verspüren. Auch hier wieder 30 Sekunden halten. Wir starten jetzt. Sie haben schon 10 Sekunden geschafft. Versuchen Sie auch hier gut zu atmen, die Position schön stabil zu halten. Und noch 5 Sekunden. Und stopp. Langsam auflösen. Nun zeigen wir euch eine Übung für die Schulterbeweglichkeit. Dafür können Sie ein Tuch zur Hilfe nehmen. Legen Sie es zu einer Rolle zusammen und legen es dann über den Kopf nach hinten und probieren es mit der Gegenhand zu fassen. Sie können diese Übung auch ohne Tuch machen, wie das Laura nun zeigt. Sie geht mit der rechten Hand zur linken Hand und versucht, mit den Fingerspitzen zu berühren. Probieren Sie, diese Position zu halten, oder wenn Sie das Tuch haben, können Sie auch probieren, ein bisschen nach unten oder nach oben zu ziehen, wie wenn Sie den Rücken ein bisschen putzen möchten. Auch diese Position oder diese Übung 30 Sekunden halten. Wir machen das gleich jetzt zusammen. Und schon haben Sie 10 Sekunden geschafft. Versuchen Sie es noch zu halten. Nur noch 10 Sekunden. 5. Und dann langsam auflösen. Machen Sie das dann auch auf der anderen Seite. Nun zeigen wir euch eine Übung für die Schulterbeweglichkeit. Dafür suchen Sie sich eine Wand, einen Schrank oder einen Türrahmen, der stabil ist. Legen Sie den Unterarm etwa auf Schulterhöhe an die Kante und verlagern Sie das Gewicht leicht nach vorne. Janine zeigt das auf einem Stuhl und Laura macht dasselbe im Stehen. Wichtig ist, dass die Schultern schön weit weg sind von den Ohren, also schön tief halten. Sie sollten ein Ziehen in der Brustgegend verspüren. Halten Sie diese Position nun 30 Sekunden. Sehr schön, Sie haben schon 10 Sekunden geschafft. Atmen Sie gut. Noch 10 Sekunden. 5. Und dann langsam die Position wieder auflösen. Machen Sie dasselbe dann noch auf der anderen Seite. Die nächste Übung ist für die Rückenbeweglichkeit. Janine zeigt eine Variante im Sitzen, Laura im Stehen. Wenn Sie sitzen, positionieren Sie sich gut, beide Füße gut auf dem Boden und dann beugen Sie sich langsam nach vorne mit den Händen Richtung Füße und gehen dann langsam wieder nach oben Richtung Himmel. Das ist eine dynamische Dehnung,
Sie dürfen diese Bewegung einige Male durchführen, aber stets sehr langsam. Laura macht das Gleiche im Stehen. Sie beugt die Knie leicht, geht Richtung Boden mit den Händen, versucht dann Knie und Beine möglichst lang zu machen, geht wieder in eine leichte Beugung und rollt sich langsam nach oben. Und stets gut atmen. Besonders bei der stehenden Variante achten Sie gut darauf, dass Sie die Bewegung schön langsam machen. Wenn es Ihnen schwindlig wird, stoppen Sie mit dieser Übung. Ansonsten können Sie die 5 bis 10 Mal durchführen. Die nächste Übung ist für die Rumpfbeweglichkeit. Janine zeigt euch die Variante im Liegen. Dafür legt sie sich zuerst flach auf den Rücken, dann beide Arme nach außen legen, ca. 90 Grad Winkel, und dann kann sie die Beine leicht anwinkeln und die Knie nach links drehen. Diese Position versucht sie zu halten. Laura macht dasselbe im Sitzen. Sie überschlägt die Beine, geht mit der Hand zum gegenüberliegenden Knie und versucht, sich Richtung Rückenlehne zu drehen. Diese Position halten Sie nun auch 30 Sekunden. Wir starten jetzt. Achten Sie stets darauf, dass die Schultern schön entspannt und weit weg von den Ohren sind. Sie haben schon 15 Sekunden geschafft. Atmen Sie gut. Noch 10 Sekunden. 5. Und dann langsam die Position auflösen. Machen Sie dasselbe dann auch auf die andere Seite. Also Janine kann die Knie nach links legen. Wenn sie möchte, kann sie mit dem kann sie nach links schauen, damit sie auch eine Rotation im Kopf, im Nacken hat. Und Laura macht es auch auf die andere Seite. Auch hier genießen Sie diese Dehnung. Wenn Sie 30 Sekunden geschafft haben, lösen Sie die langsam wieder auf. Noch 10 Sekunden. Und langsam auflösen. Die nächste Übung ist für die Beinbeweglichkeit. Janine zeigt wieder die Variante im Liegen. Dafür legt sie sich auf die Seite, winkelt die Beine leicht an, nimmt dann das obere Bein nach hinten und versucht mit der Hand die Fußfesseln zu fassen. Diese Position hält sie. Laura macht das Gleiche im Stehen. Sie hat einen Stuhl als Unterstützung für das Gleichgewicht. Sie nimmt den Fuß nach hinten und versucht, die Fußfesseln zu halten. Im Stehen ist es wichtig, darauf zu achten, dass Sie nicht in das Hohlkreuz fallen. Versuchen Sie, Bauchnabel nach innen zu ziehen und sich stabil zu halten. Atmen Sie entspannt und halten Sie die Position 30 Sekunden. Wir machen das gleich jetzt zusammen. Versuchen Sie auch hier die Schultern entspannt zu halten, gut zu atmen. Sie haben schon 15 Sekunden geschafft. Noch 10 Sekunden. Immer schön lächeln. 5. Und dann langsam die Position auflösen.
machen Sie dann das Gleiche auf der anderen Seite. Für die nächste Übung setzt sich Janine auf eine Liege oder auf einer Matte am Boden. Dabei versucht sie, die Beine gestreckt auf dem Boden, leicht gespreizt hinzulegen. Sie richtet sich in dieser Position schön auf und versucht, das Brustbein nach vorne zu schieben. Laura macht eine Variante im Stehen. Sie stellt die Füße etwas auseinander und geht langsam mit den Händen Richtung Boden. Wählen Sie die Distanz zwischen den Füßen so, wie das für Sie im Moment gut möglich ist. Halten Sie diese Position nun auch wieder 30 Sekunden. Ab jetzt. Vergessen Sie das Atmen nicht. Versuchen Sie auch hier, die Schultern weit weg von den Ohren zu halten, ob Sie nun die sitzende oder die stehende Variante machen. Und schon haben Sie es fast geschafft. Noch 5 Sekunden. Und dann langsam die Position wieder lösen. Nun zeigen wir euch noch eine Übung für die Oberschenkelhinterseite. Janine macht das im Liegen. Sie nimmt ein Bein mit den Händen und versucht, die Ferse Richtung Decke zu strecken. Laura macht dasselbe im Sitzen. Sie setzt sich ein bisschen auf die Vorderkante des Stuhls, streckt das Bein und lehnt sich leicht nach vorne. Halten Sie die Position nun 30 Sekunden. Das Atmen nicht vergessen. Sie haben schon 15 Sekunden geschafft. Weiter lächeln. Noch 5 Sekunden. Und dann langsam die Position auflösen. Machen Sie das dann auf der anderen Seite auch noch. Oder Sie können auch wie Laura noch eine stehende Variante probieren. Strecken Sie ein Bein leicht nach vorne und beugen Sie sich mit dem Oberkörper vor. Diese Übung ist auch eine kleine Herausforderung für das Gleichgewicht. Laura kann das aber schon sehr gut machen. Halten Sie die Position wieder wie üblich 30 Sekunden. Sie haben schon einige Sekunden geschafft. Machen Sie noch 15 Sekunden. Gut durchatmen. 5. Und dann langsam auflösen. Sehr schön. Wunderbar. Hat alles geklappt? Haben Sie noch Fragen zu den Übungen? Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne mit einem E-Mail an events@mediservice.ch wenden und wir werden Ihnen persönlich Antwort geben. Wir freuen uns, euch nächsten Dienstag wieder zu sehen und wünschen euch viel Spaß beim Üben. Auf Wiedersehen!